Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich ein Rückenfit-Workout. Ihr braucht heute ausnahmsweise mal eine Kleinigkeit dazu. Ihr braucht nämlich ein Handtuch. Legt euch das schon einfach neben euch, einfach, dass es da liegt. Und wenn ihr soweit seid, dann würde ich sagen, legen wir los. So, wir fangen an, auf der Stelle zu gehen und kreisen dabei unsere Schultern. Wer möchte, nimmt die Ellenbogen mit oder lässt die Ellenbogen unten und kreist die Schultern so. Einmal Richtungswechsel in die andere Richtung. Jawohl. Und dann heben wir die Knie mal ein bisschen mehr hoch. Nehmen die Arme mit nach vorne. Wie eine Dampflok, immer einen Arm vorschieben, gebeugt und wieder strecken. Weiter so. Stellen die Füße ab, beugen leicht die Knie und kommen wieder. Leicht die Knie beugen und hoch. Po ein wenig nach hinten schieben. Rücken lang lassen. Weiter geht's. Musik wird wieder schneller. Wir gehen am Platz. Jawohl. Nehmen die Arme nochmal mit. Oberkörper aufrecht halten. Gehen mit den Füßen auseinander und zusammen. Arme weiter bewegen. Wenn dir auffällt, dass du mit dem rechten Fuß immer zuerst nach außen gehst oder mit dem linken, dann wechsel jetzt mal die Seite. Jawohl. Sehr gut, weiter so. Wir wollen ein bisschen warm werden hier. Die Musik wird wieder schneller. Diesmal stellen wir uns wieder hin und machen wieder runter mit dem Po und hoch. Runter und hoch. Locker, leicht, auf und ab bewegen. Wieder deine Beine ein bisschen wärmer werden. Halt den Rücken lang. Zieh den Bauchnabel leicht ein, jedes Mal, wenn du runtergehst. Noch zweimal. Und dann schnapp dir mal dein Handtuch. Fang wieder an, am Platz zu gehen. Und führ dein Handtuch immer abwechselnd unter einem Bein drunter her. Hier, zieh den Bauchnabel leicht ein, schütz deinen unteren Rücken. Wenn du möchtest, zieh die Schultern immer leicht mit nach vorne, wenn du das Handtuch unterm Bein übergibst. Weiter so. Spür, wie dein Hüftbeuger langsam anfängt mehr zu arbeiten. Vielleicht brennt er auch schon. Jede Seite noch zweimal. Und dann gehen wir locker wieder am Platz weiter. Übergeben das Handtuch mal um uns herum. Einfach um den Oberkörper herum. Nochmal unterm Bein. Diesmal ein bisschen dynamischer. Jawohl. Weiter geht's. Schwing die Arme jedes Mal mit nach außen. Jawohl. Bleib locker wieder stehen.
und reich das Handtuch nochmal um dich herum. Zweimal noch. Dann bleib stehen. Füße fest am Boden. Nimm das Handtuch mal ungefähr schulterschmal in die Hand. Und führ es von deinen Oberschenkeln über Kopf. Hoch und runter. Bauchnabel einziehen. Rücken lang. Brust leicht vorschieben. Hoch und runter mit dem Handtuch. Bring einen leichten Zug auf das Handtuch, zieh es leicht nach außen. Beug deine Arme ruhig auch leicht dabei. Ja. Noch drei. Noch zwei. Einmal nach. Stell dich hüftschmal hin, lehn dich leicht nach vorne. Knie sind dabei leicht gebeugt, Bauchnabel eingezogen. Und auch hier, von den Oberschenkeln über Kopf. Rücken ist auch hier lang. Kopf lang und in Verlängerung der Wirbelsäule. Das heißt, du schaust so 1,5 Meter vor dir auf den Boden. Zieh den Bauchnabel leicht ein. Zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Und bring nochmal Zug auf deine Hand. Zieh es auseinander. Noch zwei. Eins. Und lockern. Jawohl. Stellen uns nochmal so hin wie eben. Beugen die Knie leicht und lehnen uns nach vorne. Bauch rein, Brust raus, sodass der Rücken lang ist. Bring unser Handtuch auf Spannung, auf Zug. Und ziehen das Handtuch zur Brust und wieder vor. Zur Brust und wieder vor. Nimm ruhig die Brustkante unten. Die Ellenbogen eng am Körper dran vorbei. Zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Lange Arme und wieder beugen. Schau nochmal 1,5 Meter vor dich auf den Boden. Und wenn du kannst, kipp dein Becken, zieh dein Schambein hoch zur Wirbelsäule, hoch zum Bauchnabel und dein Steißbein runter Richtung Boden. Noch drei, zwei, eins. Lösen. Locker die Arme. Bleib fest am Boden stehen und nimm das Handtuch hoch. Greif etwas weiter auseinander. Beug ruhig die Knie leicht, damit du dein Becken kippen kannst. Bauchnabel einziehen kannst. Und jetzt zieh dein Handtuch auseinander und zieh dein Handtuch in den Nacken. Und streck wieder die Arme. In den Nacken. Und streck die Arme. Auch hier immer im Wechsel. Beugen. Und strecken. Zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Ja. Noch drei, zwei, eins. Und Schultern ruhig einmal kurz auslockern. Bleib bei dem Griff, den du eben hattest. Bleib so stehen, wie du eben standest. Hüftschmal. Nimm das Handtuch vor dich, ungefähr auf Brusthöhe. Zieh auch hier das Handtuch auseinander, halte den Rücken lang und zieh die Schulter nochmal weg von den Ohren nach unten tief. Jetzt zieh dein Handtuch zur Brust und streck die Arme wieder vor. Auch hier strecken und beugen. Immer im Wechsel. Lass die Schultern unten, halte den Rücken lang. Weiter geht's. Noch drei, zwei, eins. Und stellen uns eventuell
etwas breiter hin. Wir machen ganz klassische Kniebeuge. Also wenn du kurz möchtest, leg dein Handtuch kurz an die Seite. Schau, dass du gut stehst. Wer möchte, bleibt hüftschmal stehen oder etwas weiter außerhalb. Wir gehen nach hinten unten mit dem Po und kommen wieder hoch. Nach hinten unten und wieder hoch. Jedes Mal, wenn du runtergehst, ziehst du den Bauchnabel ein, schiebst die Brust ein wenig nach vorne und versuchst die Schultern auch hier wegzulassen von den Ohren. Außerdem gehst du mal runter und schaust mal zu deinen Knien. Und schau mal, dass die Knie ungefähr Richtung mittlerer Zeh zeigen. Bleib dabei. Einmal noch. Und dann nimmst du dein Handtuch wieder in beide Hände. Ziehst es auseinander. Du hast das Handtuch bei dir auf Brusthöhe. Gehst runter. Ziehst es vor. Und wieder zu dir. Zieh das Handtuch wieder auseinander. Halt den Rücken lang. Jawohl. Weiter geht's. Noch drei. 2, 1, komm tief und halte hier. Halt hier unten. Zieh dein Handtuch auseinander. Deine Knie Richtung mittlerer Zeh. Bauchnabel eingezogen, Brust raus, Schultern tief. Bleib hier unten. Bleib noch ein bisschen hier. Halt den Rücken lang. Beug die Beine. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Beine ruhig kurz ausschütteln. Schultern einmal lang. Stellen uns nochmal hüftschmal hin. Beine leicht gebeugt. Po schieben wir zurück. Bauch rein, Brust raus, Rücken lang. Handtuch wieder in beide Hände. Und hoch. Wir ziehen es auseinander. Ziehen das Handtuch Richtung Kopf. Und strecken. Richtung Kopf. Und strecken. Immer im Wechsel. Beugen und strecken. Halt den Rücken lang gestreckt. Spür die Rückenmuskeln. Vielleicht spürst du auch die Beine. Und zieh das Handtuch nochmal kräftig auseinander. Mach weiter. Ich komme nur näher. Richtung Kopf. Und wieder lang. Weiter so. Jawohl. Noch 5, 4. 3, 2, 1. Lösen. Lockern. Leg dein Handtuch kurz an die Seite. Das brauchen wir gerade nicht. Wir gehen nochmal locker am Platz. Jawohl. Nehmen die Arme ein bisschen mit. Fingerspitzen Richtung Schläfen. Und führen jetzt diagonal Ellenbogen und Knie zusammen. Rechts und links. Dabei drehe den Oberkörper ein wenig mit. Zieh den Bauchnabel ein. Jedes Mal, wenn Ellenbogen und Knie sich treffen. Wir wollen nochmal an den Hüftbeuger ran, an die Bauchmuskeln. Dafür darfst du ruhig einen leichten Buckel machen, wenn sich Ellenbogen und Knie treffen. Weiter so. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Am Platz locker weiter. Yeah. Hol nochmal Luft, wir machen die Übung gleich nochmal. Wenn dir ein bisschen duselig geworden ist, mach es nicht ganz so schnell. Mach es ein bisschen ruhig. Okay, mach dich bereit. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Rechts und links. Nochmal Bauchnabel einziehen. Leichten Buckel. Ellenbogen und Knie.
diagonal zusammen. Jawohl. Mach weiter. Sehr gut. Drei, zwei, eins. Locker am Platz. Tief Luft. Bleib kurz stehen und komm runter auf den Boden. Nimm dein Handtuch mit, das brauchen wir jetzt auch. Leg dich auf den Rücken und stell die Füße auf. Greif dein Handtuch schulterbreit. Leg es dir auf die Oberschenkel. Zieh dein Kinn leicht ein. Heb die Schultern vom Boden und rutsch mit dem Handtuch an den Oberschenkel hoch. Wieder runter. Hoch. Hoch. Atme aus, wenn das Handtuch hochrutscht. Drück dein Handtuch auf die Oberschenkel. Atme aus beim Hochziehen. Halt deinen unteren Rücken am Boden. Auch bei Rückenfitten muss man ein bisschen was für seine Vorderseite tun. Vor allen Dingen jetzt in der Weihnachtszeit. Wir müssen ja gegen die ganze Kekse und das ganze Essen arbeiten. Komm noch zweimal. Noch einmal. Locker. Mach die Beine lang. Klopf den Bauch kurz auf. Und dreh dich auf deinen Bauch. Dein Handtuch hast du hoffentlich noch in den Händen. Die Füße lang. Drück die Füße ganz eng zusammen. Die Zehenspitzen berühren sich. Die Fersen knacken. Die Waden, die Knie und die Oberschenkel. Po ist fest, Bauchnabel leicht eingezogen. Handtuch ist vor uns, wir machen lange Arme. Heben leicht die Brust vom Boden und gucken zum Boden. Heben die Arme mit und versuchen jetzt, das Handtuch uns wieder in den Nacken zu ziehen. Wer nicht in den Nacken kommt, der geht nochmal zum Scheitel, zum Kopf. Jeder so, wie er kann. Halt den Po auf Spannung, zieh den Bauchnabel ein, drück die Beine zusammen und dann schau Richtung Boden und zieh dein Handtuch in den Nacken oder zum Scheitel. Arme lang, lösen, kurz ausschütten. Lass das Handtuch kurz liegen, wenn du möchtest, nutz es als Kopfkissen. Dann löst die Füße hinten vom Boden und paddel ein wenig mit den Beinen. Bleib auch hier, die Pobacken zusammen, zieh den Bauchnabel ein. Lass die Schulter mal locker am Boden liegen. Leg die Stirn auf den Händen oder auf dem Handtuch auf. Für die Kraft auf deiner Beinrückseite im unteren Rücken. Wer kann, nimmt nochmal sein Handtuch, paddelt mit den Beinen weiter und kombiniert. Also die Arme bewegen, in den Nacken mit dem Handtuch oder an die Stirn und die Beine weiter paddeln lassen. Jawohl. Komm, nur noch ein bisschen. Wenn du das Handtuch nicht nehmen kannst, nur die Beine. Der letzte Rest. Lösen. Leg das Handtuch weg, bleib am Boden liegen, leg den Kopf kurz ab und schüttel mal dein Becken ein wenig aus. Ein wenig von rechts nach links. Drück dich hoch in den Vierfüßlerstand. Nimm die Knie weit nach außen und die Zehenspitzen zusammen. Die Arme lang nach vorne. Schieb dein Po zurück Richtung Ferse. Zieh auch hier den Bauchnabel leicht ein. Versuch die Stirn am Boden abzulegen. Du kannst, rutsch mit den Knien weiter nach außen. Atme durch. Lass die Brust so gut du kannst hängen.
vorsichtig lösen und komm nochmal in den Vierfüßler. Im Vierfüßler mach einen Buckel. Zieh das Kinn leicht zur Brust. Schieb die Schulterblätter nach oben und außen. Langsam vom Becken aus. Komm in den geraden Rücken. Und lass dich ein wenig tiefer fallen. Mal wechsel in die Katze, mach einen Buckel. Und lass dich fallen. Die Kuh. Einmal noch in die Katze. Und in die Kuh. Vorsichtig lösen und setz dich hin. Beine lang nach vorne. Wenn du möchtest, zieh dein Sitzfleisch ein wenig zurück. Setz dich auf die Sitzhöcker und mach den Rücken lang. Atme aus und mach einen Buckel. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen und den Buckel. Dich gerade auf, zieh ein Bein an und dreh dich zu deinem gebeugten Bein. Wenn du möchtest, schau über deine Schulter. Lass die Sitzhöcker beide am Boden und versuch den Rücken länger werden zu lassen. Vorsichtig lösen und die Seite wechseln. Das andere Bein beugen und wieder zu deinem gebeugten Bein drehen. Länger in der Wirbelsäule. Und schau so gut du kannst nach hinten. Vorsichtig lösen und stell dich langsam auf. Stell die Füße ganz eng zusammen, zieh den Bauchnabel ein und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Lass den Kopf und die Schultern locker und wenn du möchtest, beug deine Beine ein. Roll dich langsam wieder hoch. Wenn du oben angekommen bist, führ die Arme mit nach oben. Mach deinen Rücken lang. Beug die Knie, führ die Füße zusammen, die Knie zusammen. Po nach hinten und den Oberkörper leicht nach vorne. Dein Schambein hoch zum Bauchnabel und dein Steißbein nach unten. Lass die Schultern tief. Vorsichtig lösen und hochrollen. Einatmen und die Arme mitnehmen. Ausatmen und noch einmal runtersinken. Vorsichtig lösen. Ich danke euch fürs Mitmachen. Das war Rückenfit. Auch ein Programm aus unserer Fitnesswelt. Wir freuen uns, dich nach den Weihnachtsferien
wieder bald begrüßen zu dürfen. Bis dahin noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!